So, da sind wir im nächsten Part schon wieder und die Cutscene fängt gerade hier direkt schon an. Das Ding ist zwar ein wichtiges Kunstwerk. Doch die Gemeinwohl, das Gemeinwohl wird es nicht zerstören oder sowas. Keine Ahnung, hab ich. Oh, ja, okay. Nein, oder? Du machst jetzt nicht nur so ein bisschen Fuchtel, Fuchtel, Fuchtel und dann ist der ganze Block da kaputt, oder? Bleibt's auch. Und wenn es jetzt genau drin ist und plup, zerbricht's. Schön. Da unten wohnt ein ganzes Dorf. Oh, Entschuldigung. Erstmal eine halbe Menschheit ausgerottet oder so. Kann ich mir schon gut vorstellen. Und da ist diese Engelstatue, die sich nicht drüber freut. Und dass der Freundin hier keine Schimmer hat. You got it back? Ein Schwert haben wir. Das andere holen wir uns. Ich hab Brüste. Brauchst du Gesellschaft? Helf lieber den anderen. Möglichst weit wegzukommen. Alles klar. Ich hab Brüste. Ich kann es mir gerade nicht verkneifen, das die ganze Zeit zu sagen. So. Oh, süß. Dante steht auf seinen Arm. Stellen Sie sich dem Erlöser. Mission beginnen. Na, dann schauen wir mal, was der Erlöser so drauf hat. Erlöse mich! Oh, Cutscene und wir sind schon wahrscheinlich da. Oder so. Du hast das Tor zur Hölle zerstört. Jupp, es verschafft. Handelte die Aussicht. Also. Bereit zum Kampf oder was? Du hast den langen Weg auf dich genommen, um mit mir zu kämpfen. Gegen die Kraft des Erlösers kommst du nicht an. Du übertreibst, aber überzeigst nicht. Und wenn du weiter auf mich aber herabblickst, bekommst du einen steifen Nacken. Ruhe, wie kann ich dich überzeugen, deine Ansicht zu ändern? Wie wäre es mit dem Tod? Ich hab das Schwert nicht mal rausgeholt und verprügelt. Naja, Dante ist hier der Epic-Skiller, obercooler Master. Mit dem verpackten Schwert tötet er einfach mal die halbe Armee und macht hier einen auf Obermaster, springt hier über die drüber, macht hier seine drei Kabuzi-Saltos. Dann packt er das Schwert, holt es wahrscheinlich jetzt endlich raus und zack, steckt es in der Statue. Er steht drauf mit seinem anderen. Ach, sein anderes Schwert hat er reingesteckt und steht auf seinem Schwert. Boah, Epic-Skiller. Nimmst du deine Worte zurück? Deine Versuche sind zwecklos. Amen. Er ist weg. Die wahre Form muss innen sein. Dann muss ich mich wohl um Herrn Hässlich. Herrn Hässlich. Ah, der Kampf, der epische Kampf gegen Herrn Hässlich. Bin ich mal gespannt, was Herr Hässlich so alles drauf hat. Und wie wir gegen Herr Hässlich kämpfen sollen? Yamato, von Dantes Bruder verwendetes Katana, das sowohl der Schlüssel zum Tor der Hölle als auch zu dessen Zerstörung ist. Dark Slayer, wenn Sie Yamato Ihr eigen nennen, können Sie sich in Dark Slayer Stil verwenden. Um den Dark Slayer Stil zu verdrücken, drücken Sie die Taste des aktuellen Stils erneut. Okay, was ist der Dark Slayer Stil? Ah, geil, ich kann mit Yamato kämpfen. What the fuck? Nein, 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 nein! What? Oh Gott, was passiert, wenn ich da drauf hüpfe? Ah, okay, ich muss. Ich weiß gar nicht, was ich machen muss. Ich hüpfe mal darauf. Hopp. Okay, ich kann hier ein bisschen rumhüpfen, um ihn außen rum. Bringt mir was? Besonders, wenn du schaut. Ich bin einfach mal weggehüpft, weil er irgendwie gerade so drauf gekloppt hat. Hä, was muss ich denn machen? Was muss ich denn machen? Ja, schön. Was war das denn? Aua. Muss ich über seine Hand laufen, oder was? Jetzt dort. Nicht er. Oh Gott. Nein, nein, nein. Nicht heute. Tschüss. Ah, machen wir seine Schulter kaputt. Okay. Ich verstehe die Kampftechnik. Wir müssen alle Kugeln an ihm kaputt machen. So, lalalala. Hallo.
Ja, okay, was ist jetzt los? Wir haben einen Arm kaputt gemacht und... Wie sollen wir bitte deine Füße kaputt machen? Ich bin schon drauf gewesen. Stimmt gar nicht. Alles Lügen. Hier ist eine Kanone. Ah, die kann ich aktivieren im schlimmsten Fall. Schneller, schneller, aktivier dich! Ja! Auf seine Stirn! Okay, was hat das jetzt gebracht? Er fällt. Ah, schön, wie episch er einfach hinfällt. Jetzt könnte ich hinklettern zu ihm, wenn ich mich beeile. So. Zack. So, und jetzt könnten wir seinen Arm hier angreifen. Oder zumindest so abschießen. Was machst du denn da? Nein, ich habe keine Zeit für dich. Ach, ihr auch noch? Ja, natürlich. Ihr in dem Bosskampf. Fickt euch. Ich muss hier gerade hier den Typen kaputt machen, ja? So, da ist ein Rücken. Zwei und drei und... Ja, tschüss, Rücken. So, ich gehe weiter nach links. Tschüss. Ihr könnt euch mit euch selber beschäftigen oder so. Spielt einfach an euren Platzen rum. Das macht Spaß. Haben alle 14 Finger gelernt, sobald sie 14 Jahre alt waren, dass man Lanzen rumspielt, Spaß macht. Also könnt ihr das genauso. So, wo muss ich jetzt hin? Darauf? Vielleicht? Ja, 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 sieht doch gut aus. Aber das ist schon kaputt. Ich musste zu seinem Knie. Fick dich ins Knie. Ah, das ist nicht. Knie, Knie. So, shit, ich muss weiter. Wichtige Termine und so. Und jetzt? Kann ich damit wieder hoch? Ah, nee, er steht wieder auf. Ja. Arme sind kaputt. Ah, die eine Schulter ist noch ganz. Hopp. Hüpfen wir mal da rechts hoch. Vielleicht ist hier auch so eine Kanone. Nein? Okay, dann will ich doch wieder nach links hoch. Tschüss. Gibt's hier überhaupt einen links hoch? Nee, es gibt gar keinen links hoch. Oh. Hä, wie komme ich überhaupt aus den rechten an? Ach, warte, da ist doch die Kanone. Hä? Bitte was? Also rechts und dann links oder was? Und dann bin ich bei der Kanone? Wenn ich es richtig verstanden habe? Ich hab gar... Ich blick bei dem Bosskampf hier gar nicht durch. Ja, ja, du bist episch und so. Ich hab schon verstanden. Ja, ja, das ist die Stelle, die wir kaputt hauen müssen. Momentan. Okay. Wie kommen wir... Ach, wir können noch in sein Knie runter. Gut. Da gibt's doch noch ein paar Stellen, die wir hier angreifen können. Beispiel das da. So, Knie ist kaputt. Da bleibt er zum Glück seine zwei Minuten liegen. So, extra so, ja, mach mich mal fertig hier. Kein Problem, ich hab Zeit, so. Ah, schön. So, wie kommen wir an seinen anderen Arm hin? Ich würde sagen, wir müssten hier rechts runter und dann... Ah, das ist ein Sprungding, okay. Schauen wir mal, ob das uns vielleicht dorthin bringt, wo wir hinwollen. Können wir mal hochkommen. So. Ja, komm, hüpf drauf. Zack. An der Wand abprallen. Like Super Mario. Ah, von hier aus hätten wir auf das zweite treffen können. Okay. Ja, ich bin ein bisschen blind. Lass mich. Nein, 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 nicht das. Geh weg, Engel. Ich muss hier draufballern. Nein, 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 noch ein Schuss, noch ein Schuss! Okay. Jetzt kannst du gerne versuchen, gegen mich anzukämpfen. Aua, ja, natürlich. Stirb, du Kackengel. Warte mal, ich habe aber, glaube ich, erst eins seiner zwei Beine, wenn ich mich recht erinnere. Glaube ich, beide? Ich weiß es nicht. Komme ich auf jeden Fall zu seiner Stirn? So. Arme sind fertig. Okay, Stirn und Brust fehlt. Ja, den kann man ja ganz einfach ausweichen. Zack. Okay, ich wechsle die Ebene. Ich wechsle die Ebene, ich wechsle die Ebene. What the fuck? Mach doch kein Kami... What the fuck? Mach doch kein Kamikameha hier. So, und da müssen wir drauf. Zack. Oh, ja. Da müssen wir drauf, sage ich uns. So, erstmal seinen Ellbogen ausgewichen, jetzt den anderen und jetzt da drauf. Zack, hallo. Ja, ey, oh Mann! Schlag nochmal zu, los. Make your Kung Fu Move.
Da. Jetzt macht einen zweiten. Und ja, schmeiß mich runter. Super. Super episch, episch gelöst. Mal wieder. Hier so. Wie eben. Ach, komm, ich stelle mich hinter die Säule, triffst du eh nicht. Sehr unlogisch. Oh, es geht sogar, es geht sogar. Nein, bleib doch hinter der Säule. Ich dachte nicht, dass das geht. Kannst du auch da durch? So, okay, ja, Epic-Kampftechnik auf Skill. Und so. Lalala. Hallo, ich bin Dante, ich habe eine Pistole. Aua! Okay, ich habe mich vertan, er trifft vielleicht doch durch. Ja, schlag doch wenigstens nach mir mal. Okay, ich glaube, er will hier nicht gegen mich kämpfen. Ich wechsle einfach mal kurz. So. So. Hier oben aber. Jetzt hat ich es nie schaffe, auf seine Hand hochzuklettern. Was ist das denn überhaupt? Ach. Ach. Da, siehst du mal an. Handbetäubt und so. Jetzt könnten wir vielleicht mal hochklettern. Hallo. Können wir dich besuchen? Um ein bisschen auf deine Stirn zu ballern. Okay. Jetzt ist seine Stirn auch noch kaputt. Aber er hat noch seinen Brustemerald. Der Herr von Zu-Erlöser, der überhaupt nichts kann, der so langsam ist wie so eine Schnecke. Oh, hallo! Ich bin Dante. Und wieder weg. Dante ist wieder weg. Schauen wir mal, was Dante sich jetzt ausgedacht hat und... Ach, ich muss mir wieder was ausdenken, um ihn zu besiegen. Natürlich, Himmel der Fortuna. Sieht zwar ganz nett aus, gell, aber ich muss weiter. Tschüss! Ich gehe ein wenig weiter. Tschüssi. Nein, danke, keine Lust. Ich kaufe nichts, ich möchte nichts haben, ich möchte nach dem Punkt ziehen oder sowas, aber bitte bleib weg mit diesem Laserstrahl! What the fuck? So. was war... Was, hä? Was war das für eine Cutscene? Ich bin verschwunden einfach. Ah, doch nicht. Die Perspektive soll sich scheinbar nur so gedreht haben, dass ich alleine mit ihm bin. Okay, tschüss, ich lauf weiter. Kein Plan, wie ich den jetzt besiegen soll. Aber er hat auf jeden Fall eine Energie. Oh, er hat eine Energieleiste. Okay, er ist also angreifbar in irgendeiner Form. Ah, er kämpft doch wieder normal. Wenigstens etwas. Ich mach dir schon 3 Schaden. Oh Gott, ich könnte ihn so besiegen auf jeden Fall, aber ich glaube, das ist nicht die Möglichkeit, die bevorzugt ist. Ich suche mir mal eine Stelle, wo ich auf seinen Arm hochklettern kann oder so. Genau so eine. Aua. Nein, 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 oh Gott, sein Schritt, oh mein Gott! Da will ich ja lieber runterfallen, ganz ehrlich. Als im... Hallo? Hallo? Das? So gefällst du mir, ja! Das darfst du gerne öfters machen. What the fuck? Sag halt vorher Bescheid, dass du sowas machst. Schlägt hier mitten auf... Alter, der tötet mich wirklich noch. Hätte ich doch noch meine ganzen Wiederbelebungsdinger. Und da hätte ich ihn gerade wirklich fein in die Brust schießen können. Versuchen wir es nochmal, ihm hier so auszuweichen. Aua. Puh. Dieser Typ wird mich fertig machen. Ich glaube, ich brauche so eine Wiederbelebungsviole. Okay, was habe ich jetzt gemacht? Ach, man kann ihn noch umwerfen. Das erleichtert den Kampf zwar allgemein, aber...
ob ich da genügend Zeit habe, ihn anzugreifen. Ach komm, töte ihn jetzt einfach. Okay, er ist wenigstens halbtot. Oh Gott. Wie habe ich ihn überhaupt dazu gebracht, umzukippen? Oh Gott. Hüpf einfach da drauf. Oh Gott, ich darf mich nicht von diesem Scheißteil treffen lassen. Das wäre mein Game Over. Aber sowas von Game Over, so Game Over, dass Game Over nicht mehr Game Over ist. Und es sieht irgendwie aus nach letztem Bosskampf, aber ich dachte, das Spiel hat 20 Kapitel. Ach, das Spiel verwirrt mich immer wieder aufs Neue. So, hallo. Hier können wir kämpfen. Okay, dann doch nicht. Tschüss! Ich einfach 5 Kilometer hier mal rumhüpf, so. Alalalala. 5 Kilometer Sprünge FTW. Ja, ja, mach du mal dein Computer. Hab ich... Man hat doch Items bekommen, oder? Kann ich hier irgendwie so ein Objekt... Nicht ernsthaft, oder? Ich kann mich nicht hier ernsthaft heilen, oder? Weihwasser. Kann Dämonen fernhalten. Es verfügt den Gegner schweren Schaden zu. Das benutze ich später mal. Ach, ich hab hier sowas. Ja. Wie schön, ich kann einfach... Ich kann einfach mich heilen. Ach Gott, ist das lame. Naja, jetzt kann uns Kronius sowieso nichts mehr. Aua. Außer natürlich die Plattform kaputt schlagen. Danke sehr. Hör auf, meine Plattform kaputt zu schlagen. Ich brauch die noch. Wo soll ich sonst gegen dich kämpfen? Nein. Nicht Epic Strahl of Doom. Boah, wie weit ich gesprungen bin. Zack. Bin schon hinter ihm. Ich weiß nicht an, wie er sich cool fühlt. Hier, ich kann da einfach drauflaufen. Das passt schon. Okay. Ich schieße einfach mal, wie ich ihn sogar aus der Entfernung treffe. Ich treffe dich selbst als hier. Ups, Plattform kaputt. Was passiert eigentlich, wenn er alle Plattformen kaputt gemacht hat? Ach, ich will's gar nicht wissen. Tschüss. Ich wollte dich jetzt schon springen. So, hier können wir doch gegen dich kämpfen. Kommst du wieder hier so hochgefahren? Bitte, bitte, bitte. Ja, hallo. Ach, ich kann ihn auch so in der Form... Kann ihn noch treffen, wenn er einfach am Hof fahren ist? Okay, ich muss sein Ding treffen, sein Kristall hier. Um irgendwie so die Peniskraft zu aktivieren. Ja, die Peniskraft. Wenn ihr ein Problem mit der Peniskraft habt, dann sagt Bescheid, ja? Aber wenn ich jetzt hier schon einfach Objekte verwende, verwende ich doch noch einen Teufelsstern, um meine Teufelskraft nochmal wirklich voll zu machen, auch wenn er ganz sicher schon tot ist. Aber bam! Bam! Und zack, rein da mit dem Schwert, einmal schön reinstecken, rumrühren, dreimal mit Eiern vermischen und schon ist das Frühstück wertet. Selbst Yamatos machtlos gegen den Erlöser. Wenn das Äußere zu hart ist. Okay. Ah, ja klar. Zack, ins Innere. Muss der Angriff von innen kommen. Ja. Ich würde sagen, der ist tot. Nein, was hast du getan? Wach auf, Kleiner! Du verpasst den ganzen Spaß! Ach, kommt da jetzt wieder unser Nero raus? Nero! Ah, hallo Nero! Nimm Yamato. Und Schlitzi! Fällt erstmal runter. Oh Gott, jetzt lebt der. Jetzt lebt die Tunte wieder. Oh, guck mal, Kamera. Okay. Jetzt kommt es auf dich an, Kleiner. Man hat nicht jeden Tag die Chance, die Welt zu retten oder sowas. Viel Spaß! Yay! Welt retten! Spaß
werde ich haben. Welche Stimme hatte der denn? Ich habe keine Ahnung mehr. Egal. Räumen wir hier auf, bla bla bla. So. Der epische Kampf gegen den Erlöser haben wir auch geschafft. Waren ultra schlecht. Aber das interessiert mich jetzt gerade nicht. Und wir sehen uns bei der nächsten Mission wieder, weil ich das Spiel jetzt einfach komplett durchzocke. Bis zum nächsten Mal, euer Zombie.